Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspielfreunde, zu Baldur's Gate 2 Shadows of Arm. Ja, Yahira hat uns in der letzten Aufnahmesession kurz vorm Ende verlassen, was nicht so toll ist. Talisa hat dafür ein Level abgekriegt. Gucken wir mal kurz in ihr Zauberbuch, ob ich hier schon neue Zauber gegeben habe. Ja, habe ich. Vor allem gerechte Magie, das ist lustig. Er hält einen temporären Trefferpunkt, je Stufe. Und einen Stärkepunkt, je 3 Stufen. Bis zu einem Maximum von 24. Mhm. Die Frage ist, sind Stufen des Klerikers gemeint? Weil dann kriegt sie ja auf jeden Fall jetzt nur 3. Wenn auch noch die Kämpferstufen mit reinrechnet, dann kriegt sie 5. Und wäre bei 24. Und sie würde 16 mehr Lebenspunkte kriegen, was auch ganz schön ordentlich ist. Und was kommt noch? Jeder Schlag richtet maximalen Schaden an. Eine Runde pro Stufe. Also 10 bis 16 Runden. Das werden wir aber herausfinden. Ja, keine große Herausforderung. So, wir sind ein bisschen angeschlagen. Also werden wir hier mal im Hafenviertel rasten. Nichts tut so gut wie ein wenig Abenteuer. Machen wir mal bei Daumen. Der Tag ist kalt und trüb, an dem der Daumen seinen Gästen nicht ein bisschen gastfreundlich. Ja, ich möchte was trinken. Tretet ein und seid dem Seeschatz herzlich willkommen. Wir könnten uns sogar ein gutes Zimmer nehmen. Ja, kommt ja, hier ist nicht dabei. Schlafen wir mal königlich. Seid mir gegrüßt. Ich habe versprochen, zurückzukehren und hier bin ich. Tut mir leid, dass ich euch warten ließ, aber es gab ein paar Dinge, um die ich mich zuerst kümmern musste. Nun, da wir wieder zusammen sind, geht es etwas, um das ich euch bitten muss. Wir müssen zur Hafnerfeste in Adkatla reisen. Ich bin gebeten worden, euch mitzubringen und wir dürfen uns nicht zu lange Zeit lassen. Sie werden uns gestatten, die Schutzzauber, die auf den Toren liegen, zu passieren, aber ich muss bei euch und bei Bewusstsein sein. Ich werde mit euch kommen, wenn ihr es für nötig befindet. Ach ja, schön, dass ihr wieder da seid. Was wollen sie von uns? In der Vergangenheit haben sie mich immer abweisend behandelt. Könnt ihr mir die Sache näher erläutern? Ich werde nicht springen, bloß weil sie mit den Fingern schnippen. Was wollen sie überhaupt? Wenn sie mir nicht einmal mitteilen können, worum es geht, warum sollte ich mir dann die Mühe machen und sie aufsuchen? Ja, wir vertrauen ja Hira, also nehmen wir mal das Erste. Ich danke euch. Es freut mich wieder, mit euch zu reisen. Ich wünsche nur, dass unser Zusammentreffen nicht unter solchen Umständen erfolgt wäre. Komm, wir müssen jetzt gehen. Ich werde alles weitere erklären, wenn die Zeit reif dafür ist. Und sie ist natürlich immer noch angeschlagen. So. Die Dienerin der Natur ist bereit. Das heißt, dass ich mal selber heilen. Sieht schon etwas besser aus. Was immer ihr wünscht. Ich warte. Gut, und wir machen kurz einen Quick Save und probieren einfach mal den Zauber aus. Der ist da ganz hinten. Und wir haben nur 10 Punkte gekriegt und 3 Stärke. Mhm. Also hält der Zauber wirklich nur so lange an. Wie Priesterstufen und nicht wie Gesamtstufen. Schade, aber ist auch nicht schlimm. So. Es ist übrigens Tag geworden. Ich war, was immer ihr wünscht. Das ist ein Raufgold. Ja, nun, ihr seht mir wie Leute aus, in deren Geldbörsen nicht nur zwei ja, ein Bettler. Elende Rumtreiber. Ja, hier hast du eine Goldmünze. Ich hätte lieber ein Schwert, ja. Bitte um eine milde Gabe. Ja, Mörder. Gut, den können wir nur ein Kupferstück geben. Jetzt verzieht er sich. Warum kann ich nicht speichern?
Das ist komisch. Jetzt kann ich speichern, wahrscheinlich, weil der Bettler jetzt endlich weg ist. So, was wollen Sie von uns? Natürlich hätte jetzt, wäre jetzt wahrscheinlich auch ein Autosave passiert. Die sehen bewaffnet aus. Ja, hier, meine Liebe, es freut mich, euch zu sehen. Euer Willkommen wird gezwungen, Galvary. Ihr wisst, ich bin hier, weil mich der Herold gebeten hat. Warum seid ihr hier, um mich zu begrüßen? Dies ist so wichtig, um meine Zeit mit euch zu vergeuden. Ah, ich weiß nur zu gut, wie wichtig diese Angelegenheit ist. Ich war derjenige, der euch rufen ließ. Ihr? Ihr seid kein Herold. Was geht hier vor? In dieser Gegend gibt es im Moment noch keinen Herold und ich werde dafür sorgen, dass einer etabliert wird. Ihr werdet helfen, indem ihr euch für das Richtige entscheidet. Ihr wisst doch, was das Richtige ist, oder? Ich weiß, dass ihr ein ambitionierter Narr seid. Eure Taten sind nicht abgesegnet. Selbst diese aufgedonnerte Basis widerspricht unserer üblichen Zurückhaltung. Die Position eines Herolds setzt voraus, dass man... Ein Herold benötigt einen eisernen Willen, um sich in seiner Position zu etablieren. Die hohen Herolde werden entscheiden, ob sein Status gerechtfertigt ist. Wirklich, Ahira, ihr solltet wissen, dass es hier um eine äußerst wichtige Angelegenheit geht. Nun gut, stellt eure Fragen, sodass ich meinen Auftrag endlich vollenden kann. Sehr gut. Ihr dient einem größeren Guten wie wir alle. Nun denn, Talisa, wisst ihr, warum ihr hier seid? Ich nehme an, dass es hier um die Zerstörung der Walkenpromenade geht. Ich kann euch versichern, dass ich nichts damit zu tun habe. Es ist mir schlicht und einfach egal. Hört bitte mit diesen dummen Spielchen auf und sagt mir einfach, worum es hier geht. Ihr seid natürlich über meine Hintergrundgeschichte besorgt. Vor allem interessiert ihr euch wegen meines Vaters. Ich habe keine Ahnung, aber ich warte schon voller Spannung auf eure Enthüllungen. Ich bin hier, weil die Hafner sich ständig in die Angelegenheiten anderer Leute mischen. Offensichtlich haben sie eine sadistische Freude daran. Nein, das lieber nicht, auch wenn es leider stimmt. Ich schätze mal, es geht um meinen Vater, oder? Ihr seid recht scharfsinnig. Und was könnte es wohl sein, dass ein Schatten auf eure Herkunft wirft? Ich werde euch genau erklären, was wir wissen wollen. Ich will euch gleich ein paar Fragen stellen, Talisa. Nichts, was zu persönlich ist. Keine Sorge. Was sind eure frühesten Erinnerungen? Sind das glückliche Erinnerungen? Ich erinnere mich daran, davongelaufen zu sein, aber ich weiß nicht, vor was genau ich davongelaufen bin. Mein Stiefvater Gorion führte mich. Nun, ich erinnere mich daran, durch die Tür dorthin hereingekommen zu sein. An das, was davor geschehen ist, kann ich mich nicht wirklich erinnern. Tut mir fürchterlich leid. Ich muss keine Fragen beantworten. Ihr wisst bereits zu viel von mir. Warum haltet ihr euch da noch mit solchen Fragen auf? Habt ihr einen triftigen Grund, warum ihr glaubt, etwas über meine persönlichen Erinnerungen erfahren zu dürfen? Ich würde ihn gerne wissen. Verspotten wir ihn mal. Ihr seid sehr kampflustig. Nicht gut. Überhaupt nicht gut. Das unterstützt meine These nur noch. Ich hatte das ohnehin erwartet. Gut, kommen wir zur nächsten Frage. Da ihr kein Bal seid, habt ihr da öfter gewalttätige Gedanken? Nicht mehr als jeder andere. Ich setze Gewalt ein, wenn es notwendig ist und vermeide sie, wenn möglich. Gerade jetzt im Moment habe ich etliche gewalttätige Gedanken. Wirklich ganz köstliche. Ihr würdet lachen, wenn ihr meine Gedanken sehen könntet. Nun, vielleicht wärt ihr der Einzige, der nicht lachen würde. Das ist eine Fangfrage. Gewalt gehört zu unserer Existenz. Zu einem gewissen Teil kann sie nicht vermieden werden. Ja, nehmen wir mal das Schlaue. Ich finde, die Gewalt ist unvermeidbar. Das hätte man sich bei einem Wesen wie euch ja denken können. Ihr verdreht ihre Worte, Galloway. Das ist nicht, was sie gemeint hat. Verrat und Täuschung sind untrennbare Bestandteile ihres Wesens, Yahira. Könnt ihr die Gedanken eines Illifiden verstehen? Oder eines Betrachters? Talisa gleicht diesen Wesen. Na danke, mich mit Gedankenschindern und Augentyrannen vergleichen, ne? Nur in eurer Fantasie, das ist ja eine Farce. Ich werde euch dennoch weitere Fragen stellen. Ich hoffe, ihr haltet euch ein wenig mit weiteren Ausbrüchen zurück. Nun denn, Talisa, was ist eure Lieblingsfarbe? Was hat das bitte mit irgendetwas zu tun? Ja, hier, ich stelle eure Realität für die Sache der Hafner in Frage. Die Logik hinter meiner Methode wird noch klar werden. Dann ist eine weitere Frage für euch. Was ist eure Lieblingsfarbe? Ich könnte rot sagen, dann interpretiert er das als Blut, Mord und so weiter. Ich versuche es einfach mal mit blau. Blau, sagt ihr? Die Farbe der Traurigkeit und der Verzweiflung. Es hätte mir gleich klar sein müssen. Und wohl auch der Himmel oder das Meer. Ihr seid so versessen darauf, das zu hören, was ihr hören wollt, dass die Antwort keine Rolle spielt.
Ich denke, dass es in gewisser Weise wohl keine Rolle spielt. Offensichtlich verursacht diese Person, egal wo sie hingeht, Störungen im Gefüge der Realität. Meine Fragen sollen nur den Sachverhalt klären. Aber ihr solltet Talisa so sehen, wie sie ist und nicht nach eurer Vorstellung von ihr urteilen. Ich sollte sie doch hierher bringen, damit wir sie hier haben. Das ist alles. Die Vorgehensweise war immer eindeutig. Entschuldigt bitte, aber ich befinde mich noch immer hier. Was habt ihr also vor? Ich nehme an, ich kann noch mehr von dieser ungehobelten Behandlung erwarten. Ihr wollt euch herausnehmen, mich zu richten? Wer seid ihr schon für mich? Nichts. Genug davon. Ich möchte wissen, was ihr vorhabt. Nee, nehmen wir mal das Erste. Was habt ihr vor? Okay, weil was plant ihr tatsächlich? So habt ihr mir die Angelegenheiten nicht dargelegt. Nein, aber ihr wusstet nur genug Wissen, um Talisa hierher zu bringen. So viele Informationen hätten die Mission gefährdet. Als Hafner sind wir? Da wir Hafner sind, respektieren wir einander. Wir haben die höhere Pflicht, das Gleichgewicht zu erhalten. Wie könnt ihr es als Hafner, als Druine gutheißen, dass diese Person frei herumspaziert? Was wird sie dem Gleichgewicht antun? Was ist aber, wenn sie das Gleichgewicht wiederherstellen wird? Die Absichten von Talisa sind gut. Das Risiko wäre einfach zu hoch. Es gibt in dieser Gelegenheit keinen Handlungsspielraum. Talisa, man wird euch einsperren müssen. Das ist gleichbedeutend mit dem Tod und ihr wisst das nur zu gut, Galloway. Nichts derartig Barbarisches. Gefangenschaft und das Chaos, das sie sonst absichtlich oder unabsichtlich sehen würde. Es ist eine menschliche Lösung. Das klingt für meine Ohren aber ganz schön monströs. Ich bin nicht bereit, das zu akzeptieren. Ich lasse mich auf keinen Fall in einer Zelle einsperren. Und wo wollt ihr mich einkerkern? Ich hoffe, die Zelle hat wenigstens eine schöne Aussicht. Und ihr nehmt tatsächlich an, dass ich mich einfach so fügen werde? Das ist nicht sehr wahrscheinlich. Nehmen wir das Erste. Nein, Talisa, ich meine den Zaubereinkerkerung. Ihr werdet euch in einem kleinen Behältnis wiederfinden, das sich zahlreiche Kilometer unter der Erdoberfläche befindet. Recht friedlich dort unten. Das wird nicht geschehen. Ihr habt kein Recht, das zu tun. Ich werde das nicht zulassen. Ihr könnt ja versuchen, aber ich glaube nicht, dass es euch gelingen wird. Ich befinde mich hier im Recht. Eure Meinung zählt hier nicht und abgesehen davon habt ihr wohl kaum eine Wahl. Natürlich könnt ihr kämpfen, aber ihr müsst gegen 6 Hafner antreten. Das Kräfteverhältnis ist recht eindeutig. 1, 2, 3, 4, 5. Kannst du zählen? Nein, Galloway, da seid nur ihr und eure 5 Schergen. Ich werde mich nicht daran beteiligen. Talisa, ihr seid mein Waffenbruder. Ich kenne euch und ich weiß, dass ihr ein gutes und aufrichtiges Herz habt. Ich werde gemeinsam mit euch hier kämpfen. Ihr habt einen Fehler begangen, ihr Hira. Mit ihrer Einkerkerung hätte ich meinen Wunsch, Herald zu werden, verwirklichen können. Aber nun kämpft ihr gemeinsam mit diesem Monster gegen die Hafner. Hafner dürfen sich einmischen, aber nur dann, wenn es der guten Sache an und für sich dient. Nicht so, ich kenne euch nicht mehr. Rückzug. Gut, Rückzug klappt. Wenn es das ist, was ihr wollt. Fragt nur. Okay. Baccio, Baccio, die Dienerin der Natur ist bereit. Ich denke, ich bin soweit. Ja? Das ist Stärkung. Und ich sollte ihr meine Stärkung wegnehmen, weil drei sind zu viel. Und Hass darf ich hier draußen wirken. Ich habe nämlich eine Lizenz. Ich warte auf euren Befehl. Dumm, die dumm. Schutz vor Lebenskraftentzug. Okay, sie kann nichts mehr. Was kann ich tun? Dann spricht sie halt einen Segen aus. Ja. Das hier ist wesentlich aufregender als jeder Zirkus. So, noch eine Verteidigung. Und dann das hier noch.
Quick Save, dass wir nicht alles nochmal machen müssen. Und dann haben wir ordentlich drauf. Gut. Du siehst wie ein Magier aus. Du heißt Bessen. Fast wie Besen. Keil. Nadinal. Und du siehst wie ein Schurke aus, Ico. Also du, da du wie ein Magier aussiehst, kriegst du gleich mal den Insektenschwarm ab.